Internationales Flair am Wiener Ballhausplatz. Denn die weißrussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja hat sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch die Spitzen des österreichischen Staates besucht. Am Dienstag gab es einen Termin bei dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, am Mittwoch einen Termin beim dazugehörigen Außenminister Alexander Schallenberg und am Mittwoch um 15 Uhr ein Gespräch mit dem Bundeskanzler Sebastian Kurz in seinem Büro. Dieser Besuch steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Spannungen innerhalb von Weißrussland. 2020 gab es hier eine Wahl und nach Einschätzung der westlichen Institutionen, Politiker und Medien soll diese Wahl gefälscht worden sein. Diese Spannungen versucht Österreich auch in Form seiner Vermittlerrolle hier zu besänftigen, hier Ausgleich zu schaffen. Jedoch Alexander Van der Bellen hat betont, dass trotz hartnäckiger Versuche, hier einen diplomatischen Dialog zu Weißrussland aufzubauen, es hier keine entsprechenden Reaktionen von Seiten des Lukaschenko-Regimes gibt. Daher ist dieser Besuch von Svetlana Tichanowskaja ganz besonders und sehr, sehr spannend zu bewerten. Vor allem auch, wie sich hier die Republik Österreich entsprechend positioniert. Alexander Schallenberg hat ja bereits vergangene Woche gesagt, dass sich Österreich noch viel stärker hier transatlantisch ausrichten wird. Wie sehr diese Botschaft und auch der heutige Besuch in Russland und Weißrussland aufgenommen wird, das ist noch nicht klar. Das wird die Zukunft zeigen.